heute mal ein Video ohne Voice-Over. Ihr werdet jetzt noch kurz meine Hände sehen müssen, es tut mir leid. Ich habe auch diese, also die erste Neuigkeit ist diese Arbeitsunterlage. Mal gucken, ob die für die Videos jetzt schöner ist. Ich bin ja mal so ein kleiner Dreckspatz. Das heißt, der Tisch darunter, den ich sonst mal benutzt habe, ist mittlerweile schon so dreckig geworden, dass ich irgendwie dachte, jetzt muss mal was Neues her. Mal gucken, wie schnell ich die Dinge jetzt hier so dreckig habe. Meine normale Arbeitsmatte, die ich sonst habe, es sieht auch schon aus. Egal, ansonsten habe ich heute ganz schlimmen Farbmix. Ich habe Nagellack, der gar nicht dazu passt und eine Jacke, die auch zu nichts passt. Da müssen wir jetzt alle durch. Zum heutigen Thema. Ich habe letztens einen kleinen Rappel bekommen, habe was gebastelt und beim Einschlafen dann überlegt, also ich habe noch nichts gebastelt, ich habe was koloriert und dachte mir beim Einschlafen dann, was mache ich denn für Karten? Und während ich so drüber nachdenkte, oh Gott, dachte natürlich, hatte ich folgende kleine Idee. Und zwar habe ich mir selbst Stencils geschnitten. Das ist jetzt noch keine so mega Neuigkeit, aber ich wollte euch trotzdem einfach ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar bin ich schlecht vorbereitet und versuche jetzt noch schnell, habe ich das hier unter Comic abgelegt, genau, meine Referenzen sozusagen herauszusuchen. Also ich habe, ich glaube, die sind alle von Clearly Besotted. Diese, die sind schon eigentlich total cool, um eben so eine Unterteilungssache zu machen, aber ich hatte immer so ein bisschen das Problem, einfach wirklich schlecht vorbereitet, dass ich beim Arbeiten schlecht die Mitte der Karte gefunden habe. Also wenn ich es jetzt hier bündig anlegen würde, bin ich ja augenscheinlich nicht mittig, ja? Und dann müsste ich sozusagen freihand gucken, wo gehört das hin, ungefähr so. Hab aber auch hier, so. Und obwohl die natürlich trotzdem ganz cool sind, ja? Die sind von Clearly Besotted. Den Laden gibt es jetzt auch gerade, ich weiß gar nicht, ob man noch kaufen kann, aber die haben auf jeden Fall eine Pause angekündigt und einen, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Deswegen könnt ihr ja gerne mal gucken. Mag ich sehr. So. Jedenfalls habe ich mir also, als ich dann im Bett lag und nicht einschlief, sondern einfach gerümelte, überlegt, ich schneide mir selbst Stencils und mache sie genau auf Kartenformat. Ich bin, wie soll ich denn sagen, selbst habe kein großes Talent mit dem Lineal umzugehen, sozusagen, aber ich habe ein Talent am Computer Sachen zu machen. Das heißt, das Format von der Karte in meinen Computer zu tun, als Außenrand sozusagen, und dann Quadrate zu nehmen, die ich dann ordentlich ausmittel, das traue ich mir durchaus zu. Ich weiß, ich habe sowas Ähnliches schon versucht, Aufteilung auf einer Karte, das hat am Ende irgendwie meine Berechnung am Ende nicht hingehauen. Also ich bin da gänzlich untalentiert. Genau, dann habe ich also das Ding entworfen in dem Schnittprogramm, habe da diese Folie, die ich euch auch zeige, die vor 100 Jahren mal ein Tipp von der lieben Sonja, falls du das siehst, Sonja, gewesen, habe ich mir auch lange nicht gekauft, dann mal doch und naja, es lag halt ewig im Schrank und jetzt habe ich die benutzt. Ich habe ja auch mittlerweile wieder eine neue Silhouette, nachdem die alte auch nicht mehr so, naja, jedenfalls habe ich das eingelegt, geschnitten und habe mein Glück kaum fassen können, wie gut sich das gemacht hat. Wenn ihr jetzt einen Screenshot macht von dem Ding, merkt, guckt auch genau auf diese Grammzahl. Ich habe nämlich dann nochmal nachgekauft oder Millimeterzahl und habe auch in den Bewertungen bei manchen gesehen, ist zu dick zum Plotten und so weiter. Also die ist von mir erprobt, die ist super. Da ist es so, dass die geschnittenen Sachen jetzt sich nicht, also beim Ablösen der Folie von der Schneidematte, haben sich sicherlich schon ein paar Teile gelöst. Ein paar andere musste ich per Hand und dann musste man manchmal so ein bisschen die Stelle finden, an der es dann aufbricht. Und dann konnte man es aber ganz leicht, ihr seht, wie ich es pantomimisch vormache, konnte man es ganz leicht entnehmen. So, also diese, ich versuche euch die auch zu verlinken. Heute mal gebe ich mein Bestes, was das Verlinken angeht. Ich sage gleich noch ein paar mehr Sachen. Genau, also ich war wahnsinnig begeistert von diesem Ding. So, und dann auch nochmal der Vorteil meiner selbstgeschnittenen. Nur, dass ihr mal den Vergleich nochmal habt. Ich weiß gar nicht, wo man es am besten sieht. Wahrscheinlich ist heute der farbige Untergrund ganz praktisch. Die Zwischenräume sind auch ein bisschen dicker als hier. Vielleicht ist das ein bisschen schöner, das kann schon sein. Aber die sind insofern angenehmer, weil man jetzt auch mit unterschiedlichen Farben einfacher arbeiten kann. Hier müsste man sich das alles abkleben. Aber hier kommt man, schon Schwitzende, eben mit ein bisschen Geduld oder ein bisschen vorsichtigem Arbeiten kommt man eben auch gut in jedes Feld einzeln für sich rein, sozusagen. Zur Größe wollte ich noch sagen, ich habe sie jetzt genau auf Kartenformat gemacht, ne? Das heißt, man kann es jetzt schlecht irgendwo sich so
außen ankleben, aber man kann es ja in sich ankleben, also einfach hier ein kleines Klebeding umrum. Die Rückseite ist ja auch wurscht. Und man kann natürlich aber auch, wenn man es einmal ordentlich mittelt, auch sich so auf den Tisch kleben. Ne? Aber da ich ein sowieso meine Stencils ja immer festhalte per Hand, da verrutscht man natürlich mal, aber ist das für mich wirklich perfekt, weil ich dann genau weiß, wo die Mitte ist. So. Und ich kann ja danach noch, wartet, dieses Ding aber auch noch kleiner schneiden und dann muss ich halt beim Stanzen gucken, Augenmaß, wo ist ungefähr die Mitte vom Dings und dann, und das kann man sich ja auch noch mal kurz ein bisschen festkleben und dann habe ich das auch kleiner gestanzt, wenn ich das möchte und das wurde vom Platz her, also als würde ich jetzt hier eine Verkaufssendung machen, ich bin einfach nur sehr begeistert, wurde es vom Platz her auch gut passen, also hier ist auch genug Rand, als dass man es noch mal kleiner stanzen kann, ne? So, ein bisschen die Mitte finden. Wie gesagt, ich bin einfach nur so begeistert, deswegen teile ich das mit euch. Dann habe ich ja nicht nur eckig, sondern habe auch noch rund. Ich finde es total toll. Und dann habe ich auch noch Slimline. Also ich habe einfach so geguckt, meine kleinen normalen Slimline-Sachen, die Aufleger, die stanze ich mir ja sowieso auch immer selbst. Vielleicht zeige ich euch das auch gleich nochmal bei meiner Beispielkarte. Muss ich mal, kommen wir gleich zu. Das habe ich jetzt hier aus der Schublade. Und auch da passt es. Da hätte mir das ja theoretisch auch gereicht, wenn es einfach nur mittig, also rechts und links passt. Die Höhe, selbst wenn die war, und die passt ja auf jeden Fall, sozusagen, weil ich ja immer ein A4-Blatt nehme, ne? So, also meine... jetzt habe ich hier nichts. Doch, ich habe hier eine Sekunde. So, also ich mache ja meine Slimline-Karten so. Jetzt zeige ich es euch doch gleich, wo ich schon mal dabei bin, ne? Dass ich sozusagen mir so ein Falzding nehme. Jetzt suche ich das Falzbein. Leute, das würde jetzt die ganze Zeit so gehen, dass ich Sachen suche. Ungeschnitten halt, ne? Und dann habe ich gerade auf dem, das hat auch die deutschen Maße, immer so kleine Markierungen, ne? Also das wäre jetzt ein halbes Kartenformat. Dann habe ich hier nochmal ein Sternchen. Das ist die Hälfte, das Herzchen ist die Hälfte A4. Und ich brauche sozusagen so ein Drittel. Dann mache ich hier an dem Stern. Zack. Deswegen, ich kaufe auch keine Kartenrohlinge, weil ich mir die einfach immer selbst mache. Und dann setze ich mich einmal hin und mache 10 Minuten lang so ein paar Rohlinge, falzen und dann bin ich fertig. So, also ihr seht, die A4-Breite hat es in jedem Fall. Also diese Schablone wird immer passen in der Breite. Und dann ist es, glaube ich, schon so, dass das Stück größer ist als das. Und dann nehme ich mir mein Schneideteil und zack, das kommt an den Schmierblatt. Ordner, ne, Spielzettel. Und dann habe ich einen Kartenrohling. So, und diese Aufleger, die mache ich tatsächlich augenmaßmäßig. Wartet, jetzt bin ich wieder schlecht vorbereitet. Jetzt muss ich vorsichtig nach hinten, um den Hund nicht überzufahren. Und ich rede einfach weiter mit euch. Wartet, ich hole mal das Ganze, dann seht ihr das auch. Ist was mehr Info. Seht es heute ein bisschen als Tupper-Party, ne? So, dann habe ich dieses Exakomta-Papier, das habe ich, das kennt ihr vielleicht, das benutze ich nämlich auch in diesem Format, ne? Und ich finde, auf dem Papier geht so Distress Ink und Wasserspritze und sowas alles tippitoppi. Und genau für solche größeren Karten habe ich das nämlich auch in A4. So. Und knarzer Stuhl. So, und A4 ist ja ungefähr 30 in der Länge, natürlich 29,7. Aber ich lege mir hier halt immer dann so die 10 cm ungefähr an. Und das mache ich immer so ein bisschen, kleines bisschen weniger als die 10. Deswegen sage ich, ist die natürlich in der Höhe immer so ein kleines bisschen. Kann es sein, dass sozusagen meine Stencil nicht hundertprozentig passt. So, und zack, habe ich 3 Kartenaufleger, die ungefähr gleich groß sind und alle ungefähr auf meine kleine Stencil passen. Tada! So. So, das stecke ich mir gleich wieder weg, nicht, dass es im Schmierpapier untergeht. So, also fassen wir zusammen. Hier habe ich noch ein Kartenrolling. Ich habe mir also mit meinem Plotter diese Stencils geschnitten. So, da bin ich jetzt total happy. Und da kann ich euch auch auf meinem Blog diese Datei zur Verfügung stellen. Die ist aber für eine Silhouette. Alle, die einen anderen Cutter haben, und das sind wahrscheinlich alle, weiß ich nicht, ob das... Müsste man mal probieren, weiß ich nicht so richtig. So, aber für alle anderen, die das jetzt nicht so schneiden können, kann ich euch trotzdem einen zweiten Trick empfehlen.
Ich hoffe jetzt, dass jetzt alle mit dem Cutter noch nicht abgeschalten haben. Alle ohne Cutter, meine ich. Sekunde, ich räume hier noch ein bisschen auf. Hier ist nochmal das und das. Ich stecke das hier nochmal ein. Ich habe nämlich noch was Zweites für euch vorbereitet. Ich habe genau diese Dinger in InDesign nochmal gebastelt. Und diese Datei hier mit diesen drei Seiten würde ich euch auch als PDF zur Verfügung stellen. Sobald das Ding hier online ist. Mal gucken, wie ich das dann schaffe. Hier sind die Linien jetzt nicht so dick. Und ich habe es noch nicht probiert, aber ich habe so gedacht, jetzt nehme ich hier mal so ein bisschen, habe ich noch irgendwelche Restsachen. Man kann doch bestimmt, kann man, seht ihr, man kann doch bestimmt, jetzt brauche ich noch ein, müsst ihr mal gucken, ob ihr so Fineliner habt, die irgendwie right on all sind. Der glaube ich nicht. Oh, schlecht vorbereitet, schlecht vorbereitet. Hier permanent, so. Ist das hier, naja, ist ja wurscht. So, und da könntet ihr euch jetzt sozusagen, also ich meine, diese Linien kann man ja mit so einem Schneideding schneiden. Und die Dinger in der Mitte, sage ich gar nicht mal, dass ihr die per Hand schneiden sollt. Aber ihr könnt euch ja sozusagen immer so ein bisschen den Mittelpunkt hier markieren, anhand von meiner Schablone, sage ich mal. Oder ihr könnt euch natürlich auch die, ihr könnt das bestimmt auch mit einem Bleistift, kann man das nicht auch mit einem, wartet mal, ich habe hier auch so einen super weichen, man das sehen? Ja, seht ihr mal. Also ihr seht es jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht so gut. Also ihr könntet euch das Ding auch hier so ein bisschen, ne, auf, durchzeichnen, durchpausen sozusagen oder halt mit so einem permanenten Marker. Und dann, ich würde es jetzt fast gar nicht mit einem Cuttermesser machen, aber ihr habt doch alle bestimmt, gucken, ob ich jetzt, quadratisch habe ich jetzt hier gerade nicht zur Hand. Oh, der Hund hat gepupst. Oh, puh, happy. Also wenn ihr euch einfach da eine Stanze nehmt, genau immer auf diese Stelle legt. Guck mal, die würde sogar gut passen, obwohl die natürlich, aber es ist ja auch vielleicht nett, die so ein bisschen Keksrand hat, sage ich mal. So. Keine Sorge, wir basteln gleich noch. Also ich und ihr kickt. Ich hoffe, das nimmt auch alles noch auf. So, klebt euch das hier so fest. Da, 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 da. Und schiebt es durch eure Die-Cut-Maschine, durch eure Big Shot, ne? So, und das macht er sozusagen, dann legt er das hier wieder an und ich meine, jetzt muss ich es ja nicht noch weiter erklären. Und so kann man sich, also so mache ich mir sowieso sehr gerne Stencils, das kann ich ja auch nochmal. Ich habe hier so eine ganze Rubrik mit DIY-Stencils, ich zeige euch die mal kurz. Oh Gott, die Hälfte ist runtergeflogen. Ich kaufe natürlich auch ganz viele Stencils, aber ich mache mir auch oft so mal, das muss ich erst aufräumen. Das war Restpapier, das gibt es per PDF. Das sind meine schönen Sachen, mit denen basteln wir gleich noch was. Und das sind nochmal die, so, hier guckt mal, einfach so ein, habe ich mir selbst geschnitten, ja. Dann hier habe ich mir einfach, das war aber noch so Windradfolie, habe ich mir auch einfach so eine Rechtecke gestanzt. Oder Quadrate und so weiter. Wartet. Ja, das ist halt die Selfmade-Bastelecke. Das war das Ding. Hier habe ich mir einen Luftballon. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich mache immer so ein bisschen einen Luftballon gestanzt. Hier hatte ich ein Set mit drei Wolken. Ich zeige hier immer so eine Scheibe. Und habe mir einfach quasi drei Wolken gemacht, sodass ich immer gucken kann, hier will ich eine kleine, hier will ich eine große und bin dann immer flexibel. Dann seht ihr, hier habe ich schon diese Müllerfolie benutzt. Das ist ein Set von Create a Smile mit so Stanzen, das mit so Blümchen und so ein bisschen, da hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht, glaube ich. Oder, ja, da hatte ich auf jeden Fall ein Video, genau mit den drei Sachen. Hier mit so Sprechblasen, die man ja dann auch so rum oder so rum benutzen kann. Also wenn ihr könnt mal einfach eure Stanzen durchgucken. Das war auch, da habe ich einfach mit Buchstaben gestanzt. Und dann hat man ein schönes, aber sowas gibt es mittlerweile auch zum Kaufen bei Create a Smile. Dann hier so Berge, hier Weihnachtsbäume, da habe ich ein Set mit verschiedenen großen Weihnachtsbäumen. Da kann man prima Hintergründe machen, indem man die immer so ein bisschen anlegt mit der einen Farbe, kleiner mit einem dunkleren Farbe zwischen und so weiter. An alles, wisch, wisch, wisch. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, Sternchen von drei verschiedenen Größen, sodass man immer noch mal einen kleinen, einen großen Stern dazu wischen kann. Rasenkanten, hier irgendwelche Innenleben. Hier, das ist so Sterndinger. Hier nochmal einen großen Kreis, nochmal Sprechblasen, zwei Herzen, so und so weiter. Kreise, pipapo, ne? Also, da guckt doch mal eure Stanzen durch. Das, wie gesagt, dazu hatte ich auch schon mal ein Video. Könnt ihr auch gerne nochmal wühlen.
Das heute ist jetzt sozusagen Stanzen und Plodder, das Thema. Genau, wartet, ich zeige euch ganz kurz, wie gesagt, schlecht vorbereitet. Achtung, Hund und so weiter. Oh, jetzt dachte ich schon, jetzt fallen gleich meine Geräte um. So, da bin ich wieder. Ich wollte euch noch zeigen, was ich damit nämlich gemacht habe. Die zeige ich euch demnächst nochmal bei Instagram, aber guckt mal, so kann es aussehen. Kreise gestanzt und so ein kleines Ding drauf. Kreise, ach Quatsch, gestanzt nicht, ihr wisst schon, mit einer Stencil. Hier ist es nochmal in rechteckig und einer anderen Farbe. Ihr seht, man kann immer ein bisschen Rand noch kleiner machen. Hier haben wir es in lila. Ich will nicht zu viel von diesen Karten verraten, die kommen ja noch. Aber heute machen wir ein paar schnelle Karten in dieser Art. So, jetzt geht es basteln los. Ich würde sagen, ich mache mit jeder Stencil eine Karte. Was haltet ihr davon? Und dazu brauche ich sozusagen zwei, das war der Kartenrolling, zwei lange und zwei kleine. Ich arbeite ja auch, heute geht es wirklich live, ne? Ich arbeite ja super gerne, total effektiv. Und gerade wenn ich von einer Idee irgendwie viel halte und mich freue, dass ich eine gute Idee hatte, bin ich auch ein Freund davon, immer gleich noch drei davon zu machen und noch für den und dies und jenes. So, und jetzt zeige ich euch noch was, wie ich mir selbst heute nochmal schon einen vorträglichen Gefallen getan habe. Und zwar passen ja in diese kleinen Dinger hier am besten kleine Stempelmotive. Und einige von euch wissen es bestimmt, von Mama Elephant gibt es ja sehr viele Sets, die immer Agenda heißen. Also Little Monkey Agenda in dem Fall. Und davon besitze ich sehr viel und habe die sehr lieb. Und wenn ich die benutze, ich stempel bei allem immer großzügig ganz viel. Doppelt und dreifach, wo ich schon mal das Effektive oder die Faulheit, je nachdem. Meine Freundin meinte letztens, ich soll es einfach effektiv nennen und nicht faul. Also, ich versuche immer effektiv zu sein und stempel halt immer extra viel. Machen bestimmt einige von euch auch. Und am Ende benutze ich dann bloß 3, 4, habe einen Vorrat. Was mir letztens auch den Gefallen getan hat, dass ich, weiß ich gar nicht, 40 kleine Karten gemacht habe und dann noch Motive in meiner Tüte gefunden habe, die schon vorgemalt und ausgeschnitten waren. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe in meinen Stempeltüten geguckt, immer auf die Rückseite, ob ich nicht Stempeltüten habe, wo schon Vorräte sind. Und was soll ich sagen? Ich bin einfach ein fleißiges Bienchen. Lololo, Katzen, Pandas, Affen, diese tollen süßen Häschen. Die habe ich auch mit Buntstiften gemalt, das ist immer noch mal extra aufwendig. Und die Küken. Das zuerst und deswegen versuche ich mich jetzt so ein bisschen farblich vielleicht anzupassen, obwohl es wahrscheinlich auch nicht so viel bringt. Ich meine, ich werde jetzt hier nicht braun, aber vielleicht werde ich hier was, hier habe ich ja anscheinend lila und türkis benutzt. Vielleicht halte ich mich bei einer Karte dann daran. Na gut, hier ist glaube ich alles dabei. Sollte ich das vielleicht mal auskippen? Ich brauche ja, also eine lange Karte habe ich bisher noch nicht gemacht. Bei den kleinen brauche ich ja immer 5. So, jetzt würde ich mir einfach das schon mal vorlegen. So, da müsst ihr mir jetzt bei zugucken, wie gesagt, sonst skippt ihr einfach bis zum spannenden Teil. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, hier habe ich anscheinend sehr viel Orange, Blau und so, jetzt muss ich überlegen. Ich nehme immer so eine Karte als Vorlage. Da habe ich auch immer versucht, na, den macht jetzt schlechtes Beispiel hier, dass ich die vollflächigen immer im, jetzt habe ich gespuckt, immer so im Dreieck nehme. Und die anderen beiden, naja, versucht ein bisschen, manchmal ist ja so mit Red blöd, aber so, also angenommen, also das Sentiment rechts. Ich lege schon mal gleich so, wie ich es haben würde. So, dann haben drei, haben dann schon mal mit was Zeugs. Und dann gibt es noch zwei ohne. Einer, der tanzt und einer, der nicht tanzt. Sagen wir mal so, haben wir also die Pandas erledigt. So. Weg damit. Dann mal gucken wir mal als nächstes bei den Hasen. Die sind natürlich alle so ein bisschen blasse Gesellen. Wollen wir mal gucken. Guck mal, der hat Eis. Es ist ja, ich mache heute alles so zum Geburtstag. Ne? Da ist, ich weiß nicht, ob der Eis passt, aber da passt auf jeden Fall hier so eine Tröte. Da passt so ein Cupcake. Ach, die Flasche ist eigentlich ganz cool. Ich hoffe, ihr seht ihr auch alles, aber oh, ich weiß gar nicht, habt ihr das gesehen? Oh Gott. Aber die ist mir zu grün. Eine Karte, hier nochmal Cupcake. Oh, guck mal, eine Gitarre.
Haben wir noch was? Ah, der hat hier noch so Luftballons. Der tanzt was Lustiges. Den so. Reicht das schon? Ja, reicht schon, oder? Jetzt würde ich mir die auch nochmal hinlegen. Wir haben zweimal Luftballons. So. So. Der trötet. Und der spielt Gitarre. So. Tralala. Jetzt haben wir ja bei den großen Karten, die ich auch noch nie gemacht habe, haben wir ja, also man kann die ja hoch oder quer machen, ist ja völlig wurscht. Vielleicht machen wir auch eine hoch und eine quer. Da ist das Problem, dass es natürlich, das kann ich auch nochmal sagen, dass natürlich hier viel Luft ist und hier eher nicht so. Ich wollte aber unbedingt 5 Fenster, weil ich irgendwie ist das eine angenehmere Zahl als 4. Also da ist dann ungerade in manchen Fällen einfach schöner. Ach so. Und man hat natürlich hier oben viel Luft. Ne? Da hätte man Platz für einen Spruch oder ein bisschen. Ich überlege gerade, ob man da noch sowas drumherum macht. Irgendwelche Linien oder Splitter oder. Ja, keine Ahnung. Machen wir es mal so ungefähr. Ne? Dann gucke ich überhaupt mal. Was haben wir denn noch? Katzen, Affen? Ich habe noch 3 und ich brauche aber nur noch 2. Dann nehmen wir die Katzen nicht. Davon habe ich nicht so viele. So, dann gucken wir jetzt mal bei den Affen. Dann nehme ich jetzt mal so einen Schwung raus und gucke vielleicht auch wieder was so zum Geburtstag. Hier haben wir mit Herzchen, auch süß. Habt ihr diesen Reflex auch, dass ihr Herzen so mal rot? Ach, guck mal, hier ist die Hauptfarbe auch wirklich rot. Ich habe hier anscheinend viel mit rot gemacht. Oh, hier habe ich mal keine Geschenke ausgemalt. Ach, guck mal, manchmal bin ich ja. Da habe ich keine Geschenke und die Mütze nicht ausgemalt. Das war jetzt komisches Deutsch, entschuldigt bitte. Weil ich bestimmt dachte, wenn ich die irgendwann brauche, entscheide ich dann, welche Farbe der haben soll. So, also ich sortiere. Sehr viel Kamera. Sehr viel, sehr wenig Luftballons haben die Affen, ne? Hier der eine liest. Ein Superhelden. Aber guck mal, der macht Musik. Der eine ist eine Banane. So, entschuldigt bitte, ich denke. Noch einer mit der gleichen Musik. Noch einer mit einer Banane. Der hier hat so einen komischen Bambusstock im Mund, in der Hand. Jetzt fängt mein Hund an zu schnarchen. Entschuldigt bitte, das ist jetzt der langweilige Teil vermutlich. Vielleicht schneide ich es auch raus, mein ganzes Gequatsche. Popcorn passt auch nicht so zum Geburtstag, ne? So, guck mal, der macht nochmal so Hampelei. Und dann habe ich ja schon 4. Und in der Mitte das Sentiment, ne? Der macht Musik, der futtert eine Banane und der unten, ich sag jetzt mal, macht auch Musik. So, das waren die Affen. Oh, da könnte man ja. Oh, da habe ich schon eine Idee. Wie man sozusagen den ganzen leeren Raum füllt. So, und dann haben wir zu guter Letzt noch die Küken. Die auch total süß sind. Da gibt es ja auch mit den Hasen und den Küken gibt es ja auch ein großes Set von Mama Elephant. Das war und ich würde fast sagen, ist eins meiner Favorite Geburtstagssets. Also die sind wirklich, die haben so einen Spaß und die sind so süß. So, also haben wir nochmal mit Luftballons, mit Geburtstagstorte, tanzen, sehen die gleich aus. Ja, der guckt hier rüber. So. Die anderen waren auch noch nicht ausgeschnitten. Naja, so. Hat auch sehr gut gepasst. Dann würde ich sagen, arbeiten wir uns jetzt mal durch. Das schiebe ich hier so ein bisschen an die Seite. Ich weiß ja jetzt, was ich damit vorhabe. Schnapp, schnapp. Oh Gott, jetzt rede ich schon mit euch und mit meinem Hund. Da sage ich auch ganz oft sinnlos einfach nur schnapp, schnapp. Naja, oh, hier fehlen noch die. Seht ihr mal, die anderen habe ich auch. Nee. So, Massenproduktion. Jetzt kriegen alle, die noch kein Klebi auf der Rückseite haben, kriegen jetzt von mir schnell so ein Klebilein. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ihr die jetzt alle noch seht. Da habe ich ja immer meine dicke Rolle, die jetzt aktuell gar nicht so dick ist. Wenn ihr, ich schinde jetzt Zeit und quatsche, wenn ihr daran Interesse habt, ihr findet auf meinem Blog, der auch hier im Video verlinkt wird immer, findet ihr oben im Menü einen Punkt, der nennt sich Für dich. Und da habe ich mal all meine, da habe ich auch andere Plotterdateien, gerne so von so Schachteln und Schenklis und so weiter. Wenn ihr da Freunde von seid, könnt ihr euch da gerne was gratis nehmen.
Und das ist noch so ein bisschen anderer Kram. Und da gibt es aber auch einen ganzen Post, der sich damit beschäftigt, was ich so für Materialien benutze, ne? Welches Papier und welches dies und jenes. Und ich glaube, auf welches Stempelkissen für was und so. Ist vielleicht auch für Einsteiger ganz gut. Manche Sachen, da gibt es auch nochmal so eine anderen Übersichten, die sind natürlich schon ein paar Jahre alt. Aber dieser Post ist einigermaßen aktuell. Und da findet ihr auch zum Beispiel dieses doppelseitige Klebeband. Das würde ich selber in dem Shop niemals finden. Das ist, glaube ich, eher so ein Handwerkershop, sage ich mal. So, wo du eher so ein bisschen Materialien zum Bauen und Verdichten und was weiß ich alles hast. Also kein Bastelshop. Oh, das ist wirklich Laber heute. Und den Link benutze ich auch selber. So, jetzt machen wir mal hier das zuerst. Nehme ich hier grün, weil die Affen so im Grün sind. Ich glaube, und ich hatte nämlich jetzt gerade noch die Idee. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich da was. Ach, ich nehme gleich einfach das hier als erstes gefunden. An das Stencil von. Oh, hier noch eine Fliege. Entschuldigung, bitte Fliege weg. Und dann nehmen wir uns ein Grün. Ich habe hier so einen kleinen Becherchen. Dann nehme ich einfach mal Move Glorm. Das ist so ein richtig schönes, sattes irgendwas Grün. Und dann mischen wir nachher vielleicht nochmal mit so Peeled Paint. Paint, ja. Peeled Paint. So, das kommt wieder weg. So, jetzt gucken wir mal, wie gut da meine Arbeitsfläche das alles so verträgt. Also zuerst, wo ist es jetzt hin? Mache ich mir hier die Löcher. Ich lege das nochmal ordentlich auf Kante. Naja, und da muss ich es halt einfach gut festhalten, ne? So, und dann arbeite ich mich hier von vorne nach hinten durch. In dem Fall ist es jetzt auch ja gar nicht schlimm, wenn ich in die andere festhalten, weiter wandern, in die andere, ins andere Loch gerate. Dinge, die man beim Basteln und ihr wisst schon sagen kann. So, entschuldigt bitte. Und ich hoffe, es haben jetzt keine Kinder zugehört. Es tut mir sehr leid. So, wisch, wisch, wisch. Das ist natürlich jetzt langweilig zum nebenbei quatschen. Schnapp, 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 wollte ich schon wieder sagen. Mein Gott, also ich bin vielleicht echt zu viel mit dem Hund zusammen. So, Achtung. Tada! Krümel. Das lege ich mal zur Seite. Das putzen wir vielleicht nachher. Mal gucken. Jetzt kommt dieses Stencil. Da, wie ihr seht, habe ich ja schon einzelne Bereiche schon so ein bisschen abgeklebt, damit ich die eben schon mal immer einzeln benutzen kann. Ich mag das total gerne, auch bei diesen ganzen DIY-Stenciln, die ich euch da vorhin gezeigt habe, ne? Ich mag es total gerne, wenn ich Sachen selbst in der Hand habe. Und hier, oh, das könnte ich natürlich, habe ich die noch? So, jetzt machen wir erstmal hier so ein bisschen Blätter. Ihr seht, ich gehe auch gar nicht mehr so oft jetzt in die Farbe. Bei mancher, na, jetzt gerade reingetippt, ne? Manchmal hat man ja auch noch genug am Pinsel und so. So, und dann habe ich jetzt auf hier allen Seiten das große Blatt benutzt. Guck mal, hier habe ich noch ein kleines. Da würde ich jetzt mal die Farbe wechseln. Und dann bin ich hier auch nah an der Kante. Aber wenn man so ein bisschen vor sich hin wischelt, ist ja manchmal nicht so schlimm, wenn man irgendwie eine Kante erzeugt, weil dann machst du das halt mit dem nächsten wieder weg und dann kommen ja noch Tropfen. Und wenn man genau hinguckt, habe ich nämlich jetzt hier auch eine kleine Kante gewischt. Hier habe ich auch ein bisschen daneben. Aber auch. Oh, jetzt bin ich mit dem richtigen Pinsel in die falsche Farbe. Das ist ja schade. So, auch so grundsätzlich für den Pinsel. Naja, das gleicht sich hier wieder aus. So. Wisch, wisch, wisch. Und ihr seht, ich mache das hier alles easy schneezy. Nur mit Anfassen. Also nicht mit ewig festkleben oder ewig überlegen, wohin und so weiter. Wie gesagt, hier, ich schmiere auch die ganze Zeit so ein bisschen daneben. Ich glaube, das kommt im Gesamtbild, fällt das gar nicht auf. Ach, ich komme hier mal hier vorne rüber. So. Und jetzt wollte ich noch mal ganz kurz gucken, diese DIY-Stencils, von denen ich vorhin erzählt habe. Wartet mal, da muss ich mal gucken. Da war noch einer dabei. Das suche ich jetzt noch mal raus. Es tut mir leid, wenn euch das jetzt langweilig ist. Aber da habe ich mich jetzt auch schon zehnmal. Ah, da ist er. Schon für ihn entschuldigt. Das haltet ihr jetzt aus, ne? So. Guck mal, da waren ja, also ich meine, das war jetzt hier ein bisschen umgeknickt. Was habe ich denn da angestellt, leider? Aber das Ding ist doch hier ganz nett. Das kann man auch mal noch überall so zwischen machen mit der richtigen. Und das ist auch deckend. Nicht so wie mein. Jetzt berühre ich meine Arbeitsfläche. Oh Gott. Nicht so wie den Stencil, den ich eben benutzt habe, der ja so ein bisschen luftig ist.
Und jetzt mache ich das überall noch so ein bisschen zwischen. Das ist auch der Grund, warum ich, wenn man sonst Stencil, habe ich sicher, also auch das Ding ist ja eine kompletter Hintergrund. Das mag für bestimmte Karten auch schön sein, oder das mag auch, was weiß ich, auch für nicht bestimmte Karten schön sein. Aber ich habe es einfach immer selbst gerne in der Hand. So, und habe einfach gern, aber gut, hier schmier ich natürlich ordentlich rum. Damit ich dann sozusagen zur Mitte kommen kann. Ich überlege auch, ob ich das hier nochmal anlege. Und auch nochmal ein bisschen mit der Farbe, die ja so ein bisschen Oliva ist, nochmal so ein bisschen mit reingehe. Mal oben, mal unten. Dass das auch noch ein bisschen lebendiger wird. So. Jetzt gucke ich mal, ob ich mich das traue. Was ich, also erstmal kommt Wasser. Da habe ich hier einfach so eine Sprühflasche. Und wenn ich hier immer mit dem Verbinder oder dem Pupsel, hole ich mir immer ein bisschen mehr Wasser raus. Man kann das auch mit einem Pinsel spritzen, da bin ich jetzt auch schon zu ungeduldig. Also mache ich das immer schnell so. Manchmal kleckert mir auch richtig was raus, ist aber auch wurscht. So. Guck doch mal, jetzt sehen auch die Kreise schon so ein bisschen natürlicher aus. Und jetzt teste ich mal. Oh Gott, ich hoffe, dass ich meine Platte jetzt nicht versauere. Oh, ich habe auch gar keinen nassen Lappen hier. Oh Gott. Und da gehe ich nämlich gerne mit einem Pinsel dann ja nochmal drüber. Ich habe es gleich. Bin gleich fertig. Und je größer der Pinsel, desto größer sind auch die Spritzer. Aber die Größe reicht jetzt auch. Eigentlich decke ich das auch immer ab, alles vorher. Ne? Ich will ja hier nicht die... Aber das sind so kleine Nupsis. So. Einfach so ein bisschen, ich sag mal, wie bei einer Zigarette, wenn man abascht. Mit Schmackes hier so draufhauen, ne? Und traut euch einfach. Je verrückter der Hintergrund, desto weniger fallen ja auch Fehler auf. So. Das wäre der erste Hintergrund. Oh, ich mache das gefühlt immer dasselbe, ne? Naja. So. Jetzt gehe ich mal kurz den Lappen nass machen und schneide das raus. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich kann berichten. Oh, jetzt ist mein anderer Lappen. Ah, ich habe immer noch so einen trockenen Lappen. Der ist jetzt gerade... Der hängt auf der Leine. So. Also, ich kann euch berichten, es hat sich jetzt sehr gut abgewischt, muss ich sagen. Freue ich mich sehr. Ein bisschen aufräumen. Ich wollte schon wieder Schnapps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 chn
hier darüber. Ich muss mich mal bewegen. Und dann haben wir jetzt nochmal Lilla. So. Das kommt zur Seite. Dann, oh, ich habe noch bei dem anderen was vergessen, aber egal, das lassen wir auch weg. War es das schon? Ne, das mache ich erst. Wartet, erstmal hier wieder die Wassertropfen. Wie findet ihr das, dass es so ein bisschen, jetzt habe ich auch ein bisschen größer getropft, das stört mich gar nicht, dass das so überläuft, also Anführungszeichen. Ich habe ja, also einmal war es aus Versehen, der Rest war mit Absicht. So, aber dann ist es so ein bisschen, sind die noch ein bisschen verbunden. So, und jetzt machen wir das Gleiche, wie ich auch immer mache. Dass ich die gleichen Farben mir einfach hier hin mache. Wie ich ja jetzt gerade rausgefunden habe, putzt sich das tippitoppi. Kommt hier wieder, ich möchte nicht sagen, dass der Hund schon wieder gepupst hat, aber oh, ich bin hier mit den, oh, ich habe mit meinem Pinsel jetzt auf dem Papier geschmiert. Aber es hat ja noch eine Rückseite. So, also dann jetzt hier wieder ein bisschen Farbe, ein bisschen Wasser. Und wildes, oh Gott, wildes Gekleckse. Kurz ausspielen, zweite Farbe, wenn die sich berühren, alles gar nicht schlimm. So, das war der zweite Hintergrund. Die Dinger kommen weg, das mache ich als erstes zu, für keine Unfälle. Und das lege ich zur Seite zum Trocknen. Habe ich die Stencil von eben auf das von davor gelegt. Also ich bin auch ein bisschen... So, jetzt kommt hier wieder mein geiler Drecklappen. Oh, ist das schön. Wie gut sich das hier abwischt. Es fühlt sich auch danach gar nicht so nass an. Also es ist total angenehm. Angenehm. Jetzt Nummer 3. Hier ist, wie gesagt, mein Dreckding. Ding haben wir. Jetzt kommen die Hasen und die Pandas. Spielt es irgendeine Rolle, wer das breiteckige? Na, machen wir jetzt die Hasen, kriegen das Runde. So, ich komme selbst schon gar nicht mehr hinterher. Was haben denn die Hasen? Haben die auch ein bisschen Türkis und ein bisschen Rosa vielleicht? So, fällt mir noch irgendwas Stenceliges ein, was noch so wie bei dem Affen dazu passt? Ich will mal kurz hier so ein bisschen durch. Konfetti vielleicht? Regenschneewolken? Hund, Schriften, Mauer, Comic, Florales, Weihnachten, Florales, Bäume, Bäume, Ah, hier ist doch Konfetti, Sterne, Herzen, Konfetti. Guck ich mal, ob das vielleicht gleich was ist. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. So, also dann bleiben wir bei dem Türkis, was ich ja eben schon hatte. Und dann suchen wir uns ein Pinky. Also das eine ist ein bisschen pink, das andere ist rosa und ein bisschen lilalich. Lilalich. Dann nehme ich, das mag ich sehr gern, Salt Water Taffy. Und Stenzel liegt schon bereit. Hier versuche ich jetzt auch, mal gucken, ob es besser geht, abwechselnd die Farben zu benutzen. Ohne sich zu berühren. Das sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt ist die erste Farbe sehr hell. Jetzt versuche ich auch mit dem grünen Türkis nicht ganz so dunkel zu werden. Guck mal, also hier berührt sich nichts. Obwohl ich hier auch schwunghaft durchgehe. So. Mal gucken, ob die Stenzel mit dem... Oh, ich hoffe, ihr hört mich nicht atmen, aber ich rede wahrscheinlich auch ausreichend, ne? So, ob man hier so ein bisschen... Also ich fahre hier so, sozusagen so ein C. Mal sehen, ob das jetzt gleich was bringt. Und gucke, dass ich mit dem, mit der anderen Farbe auf die anderen Stellen gerate. Dass die Dinger nicht alle lila werden oder sich mischen so, sondern das ist so ein bisschen, naja, ein bisschen fahre ich doch drüber. Mal gucken. Naja, ist okay, ne? Ist okay, das lege ich trotzdem zur Seite. Und dann kommt jetzt noch der übliche
Ablauf, einmal Wasser, einmal bunte Spritzer zu dem Konfetti. Deckel. Oh, jetzt habe ich hier so eine Dings. Naja, egal. So, Wasser. Muss ich auch bald mal auffüllen. Wasser, Wasser, Wasser. Ach so, ich wollte mal gucken, ob ich ordentlich aufnehme noch. Alles super. Abtupfen. Weil wenn ihr dann die Wasserspritzer mit den Farben drauf gemacht habt, tupft sich das ja schlecht ab, weil ihr dann ja die Farbspritzer kaputt macht. Deswegen immer einmal vorher abtupfen, nur das Wasser. Und jetzt, also ich hoffe, es langweilt euch noch nicht. Mich langweilt es nicht. Ich finde es immer noch nett, eigentlich auf fast jeder Karte noch so eine Spritzer zu haben. Ich finde ja Hintergründe, die so zu grobe Motive haben, lenken mich ja nur ab vom Vordergrund. Also versuche ich immer die unauffälligen. Aber so ein ganz nackiger Hintergrund kann eben auch schnell langweilig sein. Deswegen Farbspritzer. So, Wasser außer Gefahr, dreckiger Lappen. Toll abzuwischen. Ich finde es so toll. Und so, das wäre Hintergrund Nummer 3. Und damit fehlt bloß noch einer. So, da haben wir jetzt die Bärchen. Wollen wir das mal in Schwarz-Weiß versuchen, damit ich jetzt nicht wieder lila-pink und alles mache? Das versuchen wir mal. Wo ist die Karte? Und könnte natürlich ein bisschen gruselig aussehen, aber egal. Egal. Wir sehen hier keinen Michael Wendler. So, da gibt es hier dieses Black Suit. Und der Becher mit den schwarzen, braunen, grauen Tönen. Da ist es schon. Und so. Mal gucken, wie viel jetzt hier noch am Pinsel ist. Ich will natürlich jetzt auch keinen super Schwarz, ne? Das ist halt auch, muss ich sagen, das Schöne an diesen Wassertropfen und Farbtropfen am Ende. Man trägt ja, also klar kann man sich natürlich viel Mühe machen und viel, was weiß ich, aber vielleicht gelingt es einem eben nicht immer, ganz eben seine Farbe aufzutragen. Und ich muss sagen, mittlerweile achte ich da schon gar nicht mehr drauf, ob das jetzt schief, krumm, ob das gleichflächig ist, weil ich genau weiß, ich mache ja nachher noch so Tropfen drauf. Also wenn man verrutscht oder irgendwas, okay, ne? Aber, oder wenn man da drauf setzt. Eigentlich ist es schöner, vorher die Farbe schon so ein bisschen zu verteilen am Pinsel, damit wenn man aufsetzt, nicht so diesen Aufsetzer hat. Da sieht es immer so aus wie so Sandkörner oder ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber eigentlich, wenn man nämlich genau hinguckt, fällt mir jetzt auf, ist es hier sehr unregelmäßig und nicht sehr smooth und glatt und so. Aber es ist mir irgendwie auch Wumpe. Weil, ja, ich mache das hier schon mal. Es kommt mir da gleich die übliche Prozedur mit Wasser und Spritzis. Und dann fällt es doch eigentlich kaum noch auf. Es sei denn, ich habe einfach Geschmacksverirrung und alle Leute, die meine Karten sehen, denken die ganze Zeit, Alter, das ist ja krumm und schief bei dir. Warum sagt ihr das keiner? Also dann könnt ihr mir das natürlich gerne mal sagen. So, also gut, von den Tropfen sieht man hier erstmal nicht so viel. Dann zum letzten Mal heute Wasser und Farbe. Und ich überlege, ich glaube, da nehme ich noch, manchmal nehme ich auch ein bisschen mehr Wasser, damit die Spritzer nicht so dunkel sind. Weil gerade wenn man noch mal ein Sentiment irgendwo drauf stempeln möchte, sind halt so ganz dunkle Spritzer dann eben auch schwierig. So. Aber ich glaube, ich spritze jetzt auch noch mal mit so einem Orange. Das hatte ich mir eben überlegt. So ein richtiges, schönes und so schwarz-orange. Ach komm, das passt schon. So. Nur so ein bisschen vielleicht. Mal gucken. Na, vielleicht ein bisschen doller. Ja. Finde ich gut so. Zack. Und wie ich mich jedes Mal über das Saubermachen freue, ich hoffe, das bleibt auch so. Dass das. Ah, ne, guck mal, das Schwarz, das ist schon ein bisschen
da muss man sich doch beeilen vielleicht. Oh Gott, sieht man das? Oh. Na gut, aber dann lerne ich draus und lege ich mir vielleicht beim nächsten Mal was hin. Wo ich dann, ne, also ich habe ja hier auch immer so griffbereit, so einfach ein Stück schwereres Papier, damit es ein bisschen nicht so labbrig ist. Und so eine Folie, damit, sowas greife ich mir auch immer schnell zum Abdecken meiner fertig kolorierten Sachen. Und dann kann man ja auch da drauf. Das muss ich mir dann mal angewöhnen. So, dann sind wir ja im Prinzip schon fertig. Jetzt kann ich mir nur noch überlegen, ob ich, und das mache ich glaube ich, wenn die getrocknet sind. Also die beiden großen sind auf jeden Fall schon fertig. Die kleinen würde ich noch zum Trocknen liegen lassen. Ich mache mal kurz Pause und mache mir meine Stencils sauber und danach ist doch alles, glaube ich, schön. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Und ich habe die Zeit genutzt, um diese Hintergründe, die wir gemacht haben, entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen irritiert, schon mal ein bisschen auszuschneiden. Hier hat die Stanze nicht so richtig, aber das liegt an mir. Dann habe ich mir, das liegt hier auch an mir, dass das hier schon so ein bisschen, auch so wie ich es euch eben gezeigt habe, für die Sachen neue, also Rohlinge selber gemacht. Die hier sind ja einfach, das ist ja nur A4 und dann zerkleinert. So, und was jetzt nur noch fehlt, ist das Aufkleben der Viecher und das Stempeln eines Spruchs. Ich mache es normalerweise, oh, ich krieg gerade Kopfschmerzen. Stempel ich eigentlich lieber erst den Spruch. Aber warum auch immer, habe ich das bei diesen Dingern, einfach weil ich es vielleicht einfach schon mal positioniert haben will und nachher genau weiß, wo ich hinstempel, keine Ahnung, habe ich das diesmal andersrum vor. So, jetzt dachte ich nämlich gerade, ob das überhaupt aussieht mit den gelben Viechern, aber ich finde, das sieht sehr gut aus. So, jetzt müsst ihr mir natürlich zugucken. Müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt auch vorspulen, wie ich die hinplatziere. Man hätte natürlich jetzt ein bisschen für die Abwechslung, könnte man nochmal die tauschen. Aber irgendwie mag ich es dann doch wieder symmetrisch, dass von außen nach innen, also außen stehen die mit mehr Deko. Und innen sozusagen die ganz ohne Deko, also die neutralen Hühner. Küken, wie auch immer. Da würde dann der Spruch reinkommen. Das machen wir gleich. So wie bei Dirty Dancing. Das lernst du später. Jetzt machen wir erstmal die. Ich brauche ja die Karte nicht. So, wie machen wir das denn hier? Der guckt nach links. Dann muss der rechts stehen, damit der so reinguckt. Ach nee, das wollten wir ja hochkant machen, ne? Fällt mir jetzt gerade ein. Dann kann der natürlich da oben hängen. Dann kommt hier der Bananentyp. Der Musiker wollten wir. Und ist auch süß, hochkant. Ne? Jetzt habe ich gerade gedacht, oh, ich hätte es lieber quer. Aber hochkant geht eigentlich auch. So. Aufkleben. Aufkleben. Ich mag es ja total, wenn es so ein bisschen erhaben ist. Und ich habe auch eine Freundin, die gar nichts mit Basteln zu tun hat. Die auch wirklich die Karten immer ewig anfasst. Ne? Also immer, wenn sie irgendwie irgendwas glitzert oder glänzt, dann guckt sie, ah, ist es hier, ah, ist es so. Deswegen für die ist es immer toll, wenn da was erhaben ist. So, weiter geht's mit den Hasen. Die lege ich auch einmal noch mal kurz. Ist auch der gleiche Hase, stelle ich gerade fest. Das finde ich ja jetzt doch ein bisschen doof. Die gucken auch alle, der guckt so in die Richtung. Vielleicht machen wir das Sentiment mal auf die linke Seite. Oh, da sind die untereinander. Gucke ich noch mal, darf ich noch mal kurz gucken nach einem anderen Hasen? Wir können doch zum Beispiel noch den nehmen, der hier. Und dann nehme ich den weg. So, es ist immer schön, Vorräte zu haben, ne? Tada! So. Der tanzt, der dingst. Den machen wir nach oben. Und dann machen wir den in die Mitte. So, dann passt es doch. Und dann guckt der nach da und die gucken alle nach da. Und der, naja, der steht halt unten. Der spielt halt für irgendjemanden. So. Ich klebe die auch gerne jetzt so ein bisschen, naja, versetzt, aber so ein bisschen, so die da durch die Gegend hüpfen. Auch immer in die Mitte vom Kreis. Also nicht jetzt so, dass die stehen, sondern so ein bisschen in die Mitte. Kann man ja aber auch machen, wie man will. Ist vielleicht auch nett, wenn dann der Kreis ein
nur oben rausguckt sozusagen. Aber irgendwie sind die ja auch alle so in Bewegung gezeichnet, dass ich das so ganz nett finde. So, das sind die Hasen. Und dann kommen bloß noch die Pandas. Da muss ich schon sagen, habe ich das Gefühl, dass das Orange nicht so eine geile Idee war. Aber da müssen wir jetzt durch. So, so. Das ist schon wieder hier der gleiche, ne? Ah, das ist mir vorhin nicht aufgefallen. Jetzt müssen wir leider auch noch mal die Pandas alle checken. Zur Not nehme ich halt mehr von denen, die nichts machen. Ach, guck mal, hier ist auch noch einer mit nur einem Luftballon. Dann nehme ich den Orangen, dann hat das Orange gleich ein bisschen mehr Grund. Und dann so ein und so ein. Zack. Wieder ein Hoch auf die Vorräte, dass man sogar auch noch mal tauschen kann. So. Normalerweise hebe ich übrigens meine Vorräte nicht in diesen Tüten auf, aber manchmal eben doch und dann weiß man auch, wo man es findet, ne? So. Tada. Ich kann euch, wo wir gerade dabei sind, auch noch kurz zeigen, wo ich meine Vorräte aufbewahre. Nämlich eigentlich habe ich mir dafür mal hier so ein Sammelalbum geholt. Und das ist schon für eine schnelle Karte echt ganz nett. Habe es auch so ein bisschen versucht, so nach Themen zu sortieren. So, hier ist Aquarell, da ist dies, da ist Mama Elephant. Hier sind alle süßen Sachen. Hier ist noch ein Panda und eine Möhre. Das macht auch keinen Sinn, ne? Aber Sachen, die so zusammengehören. Genau. Manchmal habe ich hier, seht ihr, einmal so eine Seite drin, wo viel von irgendwas anderem ist. Hier ist so Einschulungskram. Auch gut zu wissen. Herzchen, Gold, Silber und so weiter. Aber, ach hier, was habe ich denn hier hinten noch? Ach, Weihnachten. Hinten ist Weihnachten anscheinend und noch irgendwelche andere Restekram. Aber ich besitze auch. Ich sag euch, ich darf das nicht hier so live quatschen. Ich besitze auch einen Riesenstapel. Ist eigentlich auch absurd. Von so auch mit dem Scanner selbst geschnittene. So Schachteln, die immer eigentlich nur so für kurzweilig hier so rumliegen sollen. Ihr seht, ein paar sind auch leer, dann sind wieder voll. Ich benutze so selten Reste. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, diese Reste mal abzuarbeiten. Also, aber irgendwie, ja, ist das nicht so mein Talent. Jetzt muss ich das da vorsichtig. Letztens ist mir so eine Schale umgekippt hier. So, also weiter im Text. Wenn ihr einen guten Tipp habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr eure Reste aufbewahrt und benutzt ihr die auch? Also ich merke halt alles was, aber das habe ich auch beim Essen, wenn ich denke, ach, das ist jetzt so schade zum Wegschmeißen, aber ich bin heute weg und schaffe die Reste nicht oder so, dann schmeiße ich es manchmal in den Frierer oder Gefrierer oder wie wir Ossis sagen, in den Frost. Und obwohl ich weiß gar nicht, ob das ein Ostding ist. Und alles, was in den Frost wandert, wandert sehr selten auch wieder raus. Also selbst eine Pizza da gekaufte kann sich da totlegen, komischerweise. So, bitteschön. Bitteschön, bitteschön. Ja, erzählt wie gesagt gerne, wie ihr das so handhabt mit Stempeln, Stanzen, ob ihr macht ihr immer nur. Ich habe halt auch keinen Bock, ne, wenn ich jetzt da drei Sachen stempeln ausmale. Ah, dann ist eins blöd oder eins passt nachher nicht oder ich brauche genau vier oder habe nur eine Lücke. Deswegen mache ich immer so einen kleinen Schwung irgendwie. Ich denke mal so, was ich hab ich, ne? Und lieber haben als brauchen. Und lieber haben als dann nochmal Stempelkissen, nochmal dies, nochmal das Stempeltool rausholen und so weiter. Deswegen effektiv. So, jetzt haben wir alle beklebt. Jetzt habe ich zumindest auch schon mal ein bisschen vorbereitet. Muss ich es nur finden. Eigentlich hatte ich mir, als der Tisch hier noch leer war, da sind sie. Ah, schon Stempelsets bereitgelegt, die ich da jetzt einfach schnell aufstempel, damit es jetzt hier für euch nicht zu lange dauert. Weil jetzt habe ich ja mit Live-Quatschen angefangen, jetzt muss ich es auch irgendwie zu Ende bringen, ne? So, also ich klemme das mir hier rein und suche mir einfach ein. Also entweder nehme ich das. Ich nehme das. Die sind süß. Und zwar ist das hier ein Set von Lawn von Tiny Texane Birthday. Und da sind eigentlich, also da hieß noch Happy B-Day, Hip Hip Hooray, die benutze ich nicht so oft. Dann habe ich Happy Birthday to You, habe ich schon zerschnippelt, weil ich das Happy brauchte. Also habe ich noch Happy Birthday und Happy Birthday. Und die sind dafür ideal. Ich habe nämlich, als ich die anderen Karten gemacht habe, habe ich schon meine ganzen Kisten durchwühlt und das, was ich sozusagen als Gewinner für diese Größe rauskristallisiert habe, habe ich jetzt einfach schnell gegriffen.
damit wir heute auch schneller durch sind. So, zack, zack, zack. Jetzt vermisse ich natürlich gleich meinen Stempellappen. Oh, ich habe das blöde Kissen genommen. Das alte. Da kann ich mich ja jetzt quasi totstempeln. Und eigentlich besteht hier immer die Gefahr, dass man mit dem Stempelkissen irgendwas anditscht und diese Stelle dann sich da auf diese Viecher macht. Ne? Deswegen mache ich es eigentlich immer andersrum. Aber heute habe ich gedacht, ich kann den Grund nicht nennen. Finde ich es angenehmer so. Dann aufpassen, dass man da wieder nicht reinkommt mit dem Fingerchen. Sauber machen. Wie gesagt, hier habe ich eigentlich einen ordentlichen Lappen. So, dann kommt jetzt das nächste. So, wieder einlegen. Wo ist er? Ihr seht ihn garantiert. Ihr wisst, wo ich ihn hingelegt habe, ne? Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Ah, ist der an dem... Haha, dann habt ihr ihn auch nicht gesehen. Gut, kurzer Schreckmoment, ihr kennt das sicherlich alle. So, dann kommt es diesmal hier auf die rechte Seite. Ja, das wird jetzt sehr langweilig. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Karten dann fertig sind. Bis gleich. So, jetzt klebe ich mir die letzte Karte auf. Das sind die Affen. Dafür lege ich mir das gerne so ein bisschen flach, damit ich besser gucken kann. Und dann... aufgeklebt. Meine kleine, dicke Rolle ist noch kleiner geworden, nachdem ich jetzt hier die ganzen Hintergründe damit bestückt habe. So, dann gucken wir doch nochmal. Wie immer könnt ihr mir gerne... mitteilen, welche ihr am schönsten findet, welche Karte. Ich finde, das passt ganz gut mit dem Gelb, ne? Sicherlich kann man bestimmt auch mal den Spruch links hinmachen. Aber hier passt es, ist natürlich... Naja. Hier habe ich vergessen, ich mache gerne, wenn ich sowas mache, gehe ich mit dem mit der Farbe nochmal so ein bisschen auf die Seiten. So mache ich auch meine... Ich habe letztens Tapeten gemacht, dann nehme ich mir erstmal Kleb unten ein Stück ab, mache dann die Muster und mache aber unten dann nochmal ohne Schablone ein bisschen drauf, damit es wieder so ein bisschen gedämpft ist und so ein bisschen, ne, wie so, wenn es von außen nach innen so fadet oder eben das Gegenteil. Ja, aber das finde ich ganz schön und ich sag mal so, mir fallen jetzt nicht auf, wo ich hier irgendwelche, müsste ich jetzt mal richtig suchen, irgendwelche Überlappungen falsch gemacht habe. Dadurch, dass ich noch so viel drüber bin, fällt es gar nicht richtig auf. So, dann haben wir hier die kleine schwarze, graue eigentlich. Ja, ich glaube, die ist jetzt vom... ist jetzt mein Favorit von hinten. Und dann haben wir die kleine mit dem Konfetti. Auch wieder nur zwei Farben, dann kann ich es gut ertragen. Ja, also haben wir vier Karten mit diesen Stencils. Liegen die jetzt hier noch irgendwo? Ja, ein bisschen. Ja, also ich bin gespannt, ob euch das gefallen hat. Wie gesagt, ich versuche jetzt noch die... Dateien zu verlinken. Das sind dann aber, findet ihr, müsst ihr auf meinen Blog gehen, ne, zu dem Blogpost, den packe ich euch in die Kommentare und in die Beschreibung sozusagen mit rein. Und dann könnt ihr euch zumindest die Silhouette-Datei runterladen. Ich weiß immer, mal hat jemand mich gefragt, ob ich das noch in einem anderen Format habe. Also manche haben Probleme, aber probiert es einfach, wenn ihr einen anderen Plotter habt. Ich glaube, das ist meine Lieblingskarte. Also ich glaube, meine Reihenfolge ist am liebsten. Am zweitliebsten, vielleicht auch, weil ich ja sowieso die langen Karten am meisten mag. Und dann die und dann die. So, sagt mir gerne, welche euch am besten gefällt. Ja, und sagt mir auch gerne, wie ihr meine komische Matte findet, ob ihr da besser gucken konntet oder schlechter, ob es euch nervt. Also jetzt unabhängig, ob das eure Lieblingsfarbe ist oder nicht. Guckte sich das gut? Ich glaube, gerade für die Stencils ist das natürlich ganz gut gewesen heute. Ja, ich freue mich über Feedback und habt einen schönen Tag. Musik